Grundlastfähigkeit. Und wenn wir es eben durch Gas herstellen müssen, dann müssen wir es durch Gas herstellen. Da jetzt sich auch noch wieder zu weigern, dann fahren wir gegen die Mauer. Also ich bin gerne bereit, den Versuch mitzugehen. Bauen wir Windkraft mit Akzeptanz der Bevölkerung und ich hoffe mit Unterstützung der Grünen und nicht immer nur dagegen vor Ort. Dann können wir es vielleicht schaffen, ein paar Watt da rauszukriegen. Ein paar Kilowattstunden, wa? Weil man weiß ja immer nicht genau, von was die Leute reden, Leistung oder Arbeit. Den Unterschied kennen die meisten nicht. Ja, das ist ja das Große, das habe ich schon zigmal erklärt. Wir können Millionen von Kilowatt installieren. Wenn die Dinger sich nicht drehen, bringen sie keine Arbeit, also 0 Kilowattstunden. Und darauf müssen wir aus. Wir brauchen eine sichere, verlässliche und in Zukunft eine Versorgung mit Energie, elektrischer Energie. Wenn wir auch noch die Sektorenkopplung dazu nehmen, wenn wir den Straßenverkehr dazu nehmen, jetzt habe ich was gehört von 15 Millionen PKWs, die auf die Straße wollen. Das sind umgerechnet, ich habe es mal gemacht, 27 Terawattstunden, die wir alleine dafür brauchen. Leute, das funktioniert nicht. Aber ich bin dafür, wir bauen mal Windkraft aus. Nach dem System, die Hoffnung stirbt zu Schluss, dass wir da noch ein bisschen Energie rausbekommen. Danke. Danke, Kollege Ludwig.